Wir befinden uns in Wiederneudorf. Hier wurde die 5. Wasserstofftankstelle gebaut in Österreich. Die Pause betrug ca. 2 Monate. Damit ist auch Österreich infrastrukturmäßig erschlossen. Wir haben auch in Deutschland Wasserstofftankstellen errichtet. Das haben wir im Rahmen der H2 Mobility gemacht, die sich zum Ziel genommen hat, 400 Tankstellen zu errichten. Damit schafft man ein so dichtes Netzwerk, dass man mit einem Wasserstoffauto problemlos quer durch Europa fahren kann. Und das komplett ohne Komforteinbußen und mit gutem Gewissen. Wer ein Wasserstoffauto fährt, darf sich freuen. Statt Abgasen setzt der Auspuff Wasserdampf frei. Sonst ändert sich für Fahrerinnen und Fahrer kaum etwas, auch beim Tanken nicht. Die Tankkosten vergleichbar mit Benzin. Die Reichweite ähnlich wie mit Verbrennungsmotor. Der Tankvorgang klassisch wie Zapfsäule. Die Tankdauer genau wie bisher. Die Wasserstofftankstelle selbst ist eine Hightech-Anlage. Das beginnt schon bei der Lagerung in Flaschenbündeln oder wie hier in einem Hochtank. Wasserstoff lässt sich leicht zusammenpressen. So ist hier Platz für rund 60 Vollbetankungen. Damit man in einem Wasserstoffauto ähnlich viel Energie unterbringt wie in einem Benziner oder Diesel, braucht es eine Betankung mit deutlich mehr Druck als im Lager. Darum haben Wasserstofftankstellen Verdichter, die das Volumen des Wasserstoffs nochmal um 94% reduzieren. Der so stark komprimierte Treibstoff kann sich beim Tanken an der Zapfsäule minimal ausdehnen. Und wenn Wasserstoff das tut, erwärmt er sich. Damit es bei der Betankung nicht zu heiß hergeht, braucht es vor der Zapfsäule eine Abkühlung auf minus 40 Grad Celsius. Startet der Tankvorgang, wird er elektronisch überwacht. Sind alle Messdaten normal, dauert eine Vollbetankung 3 Minuten. Schluss ist bei 700 Bar Druck im Tank. Dann hat hier Wasserstoff mit dem eigentlichen Volumen von 55 Kubikmeter Platz. Das entspricht etwa 250 vollen Badewannen. Viel Energie, die hier gebündelt wird. Ein Wasserstofftank ist aber nicht gefährlicher als eine Batterie oder ein Benzintank. Gibt es eine Störung, wird der Treibstoff kontrolliert abgelassen. Bei einem Schaden an dem hochfesten Behälter verflüchtigt sich der Treibstoff sofort. Das Element ist 13 mal leichter als Luft, steigt also hoch, vermischt sich mit der Luft und ist dann völlig ungefährlich. Auch bei der Tankstelle gibt es verschiedene Vorrichtungen, die eine Explosionsgefahr verhindern. In der Anlage sind die Anlagenteile mit Sicherheitsventilen abgesichert, bei denen im Störfall der Wasserstoff über den Kamin in die Umgebung abgeführt wird. Eine weitere Sicherheitseinrichtung betrifft das Vermeiden von explosionsfähigen Atmosphären. Dazu wird mit Ventilatoren permanent die Luft umgewälzt, um das Entstehen von explosionsfähigen Gemischen zu vermeiden. Durch solche Maßnahmen ist der Umgang mit Wasserstoff so risikolos, dass man diese Technik quasi überall einsetzen und platzieren kann. Wir haben uns entschieden, eine Wasserstofftankstelle neben einer konventionellen Tankstelle zu errichten, weil wir unseren Kunden alle Arten von Mobilität anbieten wollen, also Wasserstoff, E-Mobility, Erdgas und konventionelle Treibstoffe. Und zusätzlich wollen wir auch Kaffee und Sandwiches anbieten. So gut versorgt sind 500 Kilometer und mehr mit einer Tankfüllung möglich. Dabei spart ein Wasserstoffauto im Vergleich mit Benzin und Diesel schon heute etwa 30% Kohlendioxid. Sobald neue Verfahren der Wasserstoffgewinnung serienreif sind, wird auch die Produktion CO2-neutral. Dann wird nur mehr Wasserdampf an die Umwelt abgegeben, der aus dem Auspuff des Autos kommt.